So, lieben, herzlich willkommen zurück zu Mad Mike's Dropioten. Heute mal mit Hut bei Hearthstone. Denn in diesem Fall muss ich sagen, meine Cappy ist gerade am Trocknen und meine Frisur wurde, ich sage euch mal, ein bisschen zu kurz. Ich mag diese kurzen Haare nicht. Es sieht total beschissen aus und dann setze ich mir lieber so einen Hut auf. Aber ein Hut ist hier dementsprechend nicht unbedingt das, worüber wir sprechen wollten. Wir wollten noch ein bisschen Hearthstone spielen und wir haben ein paar Questen. Nämlich The Duelist. Spiele drei Spiele im Play-Mode und eine Klasse auf Level 10 kriegen. Dann haben wir mal Challenge Accepted. Setzen uns ein bisschen gemütlicher hin. Und versuchen noch ein paar Spieler ihrer Glückssträhne zu entreißen. Ich habe noch keine neuen Questen gemacht. Also noch keine. Ich nehme mal Jaina wieder. Halt, Moment, stopp, zurück. Bin ich auf Play? Ja, ich bin auf Play. Noch keine neuen Decks gemacht. Dementsprechend müssen wir gucken, wie ich mit meinem Standard-Deck dagegen ankomme. Und bei Gelegenheit werde ich mir dann mal ein neues Deck zusammenschaufeln. Und wahrscheinlich wird es ein Fast-Deck werden. Denn derzeit ist es so, dass der Mana-Stein, den man nutzen kann, den hatten wir jetzt schon ein paar Mal in den Practice-Modes. Heimdall wird mein Gegner im Übrigen. Sieht man unten links. Wenn es gerade ruckelt, dann ist das wahrscheinlich deswegen, genau. Worthy Opponent, by the way. Ein würdiger Gegner, Anduin Vryn. Okay, da hat jemand schon definitiv einen besseren Helden rausgegraben. Und ich bin natürlich nicht der Erste. Ja, also wie schon gesagt, ich muss mal gucken, wie ich damit klarkomme mit meinem Standarddeck gegen den kleinen, hübschen Sohn vom König Vryn zu bestehen. Und genau das meine ich hier, The Coin. Ist sehr mächtig, weil man dann direkt zwei Mana am Anfang hat und kann also gleich was Großes zaubern, am besten mal sie, und bringt direkt noch eine neue Karte. Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Wie Vryn, was kann er denn überhaupt? Er kann zwei Leben heilen. Da ist der Dicke. Der ist ziemlich nervig, der Kleine. Spieler brauchen natürlich immer ein bisschen länger, bis sie gezogen haben. Und da ich ihn überhaupt nicht einschätzen kann von den Fähigkeiten. Okay, er hat einen Heiler gecastet, würde ich sagen, oder? Das ist ein Priest, ein Cleric, ein Northshire Cleric. Whatever minion is healed, draw a card. Das heißt, die so schnell wie möglich natürlich wegmachen, das ist klar. Könnte ich jetzt auch schon direkt machen, drei Leben, ja, mal gucken. Bin auch am Überlegen. Ich nehme mal... Achso, upsala, ja, ich muss ein bisschen nachdenken, klar, logischerweise. 1-2 gegen 1-3 ist ganz schön heftig, das kleine Viech. Gar nicht mal so schlecht, also eigentlich wäre es mir da lieber... Komm. So. Erstmal ein bisschen Schaden austeilen. Jetzt ist 1-1, das weiß ich wohl. Aber das war dumm, oder? Sie heilt sich jetzt selber, wenn sie kann, oder muss sie den anderen heilen? Das ist die Frage. Ah, muss mal gucken. Das ist ein Heiler-Deck, habe ich so das Gefühl. Das ist auch eine Idee. Ein Heiler-Deck gibt es natürlich auch, bestimmt. Ah, das ist etwas, was mir bei Magic the Gathering immer so viel Spaß gemacht hat. Ganz verschiedene Decks, Deckarten zu basteln mit den verschiedenen Fähigkeiten. Es ist nur so, ja. Und jetzt kommt eine Karte dazu, genau. Okay. Es ist also tatsächlich so aus einer Art. Nicht schlecht. Aber ich muss ein bisschen jetzt gucken, wie ich es schaffe. Nightblade kann ich noch nicht casten, ist zu hoch. Das macht nur einen Schaden, das Ding. 2-2. Schläft aber noch, wie gesagt. Problem ist einfach, wenn es ein Heiler-Deck ist, muss ich einfach nur mit... Ja, Minion-Heiler-Deck. Nicht schlecht, ist interessant. Interessantes Deck. Macht nicht viel Schaden, aber es ist sehr Endurance-lastig. Also man es hält halt sehr stark aus. So, jetzt lassen wir überlegen. Wir haben jetzt 4. Ich bin echt gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Gar nicht schlecht. 2-3. Mein Taunter kann ich jetzt auch zaubern. Dann kommt natürlich erstmal mein Schild hier rein. Der hat nämlich jetzt 4-5. Ich habe keinen Mana mehr, ich könnte noch angreifen, da er natürlich kein Schild hat. Problem ist halt, wie gesagt, er kann immer heilen und neue Karten ziehen. Das ist krass, wie viele Karten kann man auf der Hand haben. Und was hatte ich? Ah ja, da haben wir auch einen Tank. Und gibt's plus 3. Boah, das ist aber echt ein Endurance-Deck. Nicht schlecht, mein Freund, nicht schlecht. Ich sag ja, ich muss ein bisschen Practice spielen, damit ich noch ein paar mehr Karten freispiele. Aber es ist echt nicht schlecht, es ist echt nicht schlecht. Gefällt mir gut.
Was haben wir noch Schönes? Wir haben auf jeden Fall, wir können auch Karten ziehen, wir könnten das machen oder wir könnten Nightblade ziehen. Wir nehmen Nightblade. Schnitz. So, wir müssen jetzt leider den hier mal angreifen, das ist ein bisschen los. Mit 4-6 ist das richtig heftig, weil er macht mich direkt mit einem Schlag platt. Ja gut. Und der muss mich angreifen. Prinzipiell kann ich natürlich nichts dran ändern jetzt. Ändert nichts dran. Muss vorher platt gemacht werden. Bringt auch nichts. Ich meine, ich kann jetzt... Was macht sie hier eigentlich? The first minion you play, each turn costs two less. Ja, es geht nicht anders. Ich muss diesen scheiß Tank wegmachen. Geht nicht anders. Was soll ich machen? Ey, 6-2 ist aber auch heftig. Und außerdem, jetzt kommen die Heiler. Das ist ja echt krass. Hat sie einen Tank hingecastet, den sie immer wieder hochheilen? Und ein... Oh, was ein böses Deck. Da komme ich nicht durch, das kannst du vergessen. Nicht mit Jaina Proudmoore. Nicht mit dem Deck. Ja, das ist böse. Das ist ganz, ganz böse. Okay, also Tank raus. Und einfach Schaden casten. Geht gar nicht anders, wie gesagt. Murloc noch raus. 4-2, machen wir dich noch weg. Weil, nervt, klar. Heftige Scheiße, ey. Und er heilt sich immer wieder hoch. Krass. Bin begeistert, muss ich sagen. Es ist nicht schlimm, wenn man verliert. Man muss einfach mit sich dann immer angucken, was haben die anderen Leute eigentlich so für Möglichkeiten. Boah, das ist ein absolutes Drecksdeck. Viel mit teuren Karten gespickt, aber halt so, dass man überlebt. Das ist Respekt, mein Freund. Also wenn ich jetzt ein gescheites Deck gemacht hätte, wäre es ein Controlling-Verwandlungsdeck. Dann hätte ich überall Schafe draus gemacht. Problem ist, ich kriege die Schafe momentan nicht. Kann ich noch machen, was ich will. Ich kann auch noch zwei Karten ziehen. Ja, jetzt habe ich eins. Toll. Super, hier. Auf das habe ich die ganze Zeit gewartet. So. Ich bin trotzdem im Arsch. Das sind 2-2 Schaf. Das ist halt genau die Sache. Deswegen wollte ich mal gucken, ob ich Jaina Proudmoore zumindest in die Richtung... Ja, super. Noch mehr. Ey, das ist... Ich bin tot. Ich hab schon verloren. 17. Ich bin so platt. Heilige Scheiße, ey. Voll das Death-Deck gemacht. Also hat quasi ein Verteidiger, Heiler, Ausdauer-Deck. Boah, bin platt. Super gut gespielt, mein Freund. Super gut gespielt. Das Schaf hat mich erledigt. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, was man wirklich machen kann mit Decks. Ist ja auch nicht schlecht. So, Stufe 6 haben wir trotzdem schon erreicht. Ist ja auch alles nicht schlimm. Und ich krieg ein paar Karten. Freeze all the Minions. Ist ja auch in Ordnung. Also wenn man verliert, ist das keine Schande. Sondern man darf sich wirklich überlegen, was habe ich falsch gemacht, beziehungsweise was habe ich richtig gemacht. Und dann macht man einfach nächste Episode gleich weiter. Und vielleicht dann auch mit ein bisschen mehr Erfolg. Wir gucken dann wieder rein. Mad Mike, Roger and out. Bye Hearthstone.